Jetzt sind wir mal wieder ganz unten angekommen hier. Hm? Zum Wohle, ihr geilen Schweine. Ja auch. Folge, was sind wir? 65, war? Viel Spaß. Metal Hammer, Weekly Warfare. Gene Simmons, liebe Freunde, gibt Kiss noch ein paar Jahre, ja. Und der meinte, sie wollen die ganze Geschichte von der Band mit einer ganz großen Sache beenden. Davor meinte er noch in einem Interview, dass Kiss ja die am härtesten arbeitende Band aller Zeiten wäre oder sowas in die Richtung, ja, von wegen hier 50.000 Kilo Ausrüstung auf dem Buckel und so weiter und so fort. Das geht natürlich ab einem bestimmten Alter nicht mehr. Und er meinte dann irgendwie sowas, wo haben wir es, wo steht's? Aber nein, wir hatten uns für den harten Weg entschieden. Wenn wir über 70 sind, können wir das nicht mehr tun. Ich bin jetzt 67 Jahre alt, wir können also noch ein paar Jahre weitermachen, ja. Ein paar Jahre, meint er dann wahrscheinlich, wenn 70 tatsächlich das Ziel ist, nur noch 3 Jahre, Kiss, 3 Jahre. Er meinte weiterhin, sollte es an der Zeit sein zu gehen, werden wir das tun, aber das richtig. Ich denke da an etwas, das den kompletten Planeten rockt. Eine weltweite Party, eventuell kostenlos. Sind wir mal gespannt, was sie da vorhaben. Auf jeden Fall ist Kiss anscheinend bald am Ende und dann kostenlos. Weiter mit einem großen Knall nach Dave Lombardo meinte jetzt auch Len Danzig, dass er sich weitere Gigs mit den Misfits vorstellen kann. Sein Soloalbum ist ja jetzt draußen, was ja relativ umstritten ist. Wie heißt es nochmal? Black Laden Crown. Ja, aber er meinte, Misfits ist jetzt demnächst vielleicht nochmal Zeit für, könnten wir machen und dann sollen sie auch mal zu uns rüberkommen. War Ole? So. Und jetzt noch was aus der Kategorie Mimimi. Sepultura arbeiten gerade an einer Dokumentation zusammen mit einem Regisseur namens Ottavio Giuliano. Da wollen sie natürlich die gesamte Bandgeschichte abbilden. Dementsprechend natürlich auch die ganz wichtige Phase mit den Cavalera-Brüdern. Aber die beiden verbieten der Band für die Dokumentation alte Songs zu benutzen. Da ist irgendwie die Rechtslage so, dass 50% der Rechte Kisser und Co. gehören und 50% der Rechte den Cavalera-Brüdern und dementsprechend sagen sie mi, nein, nein, nein und ich krieg Pipi in die Augen. Schade drum. Man kann ja auch langsam mal erwachsen werden und sagen, Schwamm drüber. Das Interview der Woche ist ein Gespräch vom Kollegen Kramer mit Creeper und ja, sie sprachen über ihre Lieblingsplatten und so weiter und so fort. Ähnlich wie die Geschichte, die wir letztens mit Mastodon gemacht haben. Hier seht ihr einen kleinen Ausschnitt. First album I bought was Mechanical Animals by Marilyn Manson. But the first record I inherited was Black Sabbath, Master of Reality. So somewhere one of those, I guess. But the first one I bought with my own money was Marilyn Manson, Mechanical Animals. And I have really vivid memories of buying it and like being worried that my mum would see the cover because Manson's in that androgynous kind of, you know the cover of that where he's got the fake breasts and he's no genitals because he's looking like an androgynous alien. And I remember hiding it from my mum for ages. What she was scared of, what she thought. I'd be like, oh, mum's gonna be like annoyed, angry with me for listening. Das ganze Interview findet ihr wie immer auf unserem Channel. Könnt ihr mal wieder ein bisschen abchanneln? Oder wie macht man das auf so einem Channel? Der Satz ist auch behindert, Alter. Kannst du ein Interview für meinen Channel. Unten könnt ihr auch ein Like und Daumen hoch und kommentieren. Schwulen. Apropos und Schwulen. Wie heißt das? Apropos. Was habe ich gesagt? Apropos? Stimmt, ich sage immer apropos, wenn ich schnell. Apropos. Also wie es geschrieben wird, weiß ich, aber ich sage es falsch. Apropos Video. Apropos. Das ist total krass. Apropos. Stichwort! Stichwort Video und YouTube-Scheiße. Wer kennt sie nicht, die allmächtigen Kadaverficker um ihren Frontmann, den Gore-Minister? Der Herr hat seit längerem auch schon so einen kleinen lustigen YouTube-Kanal, auf dem er auf asozialste Art und Weise zeigt, wie er auf Konzerte geht, wie er in irgendwelche Kneipen, Clubs geht. Er macht Reviews und regt sich über dies und das auf. Alles sehr, sehr interessant, nichts für Weichflöten. Auch nicht unbedingt immer politisch korrekt, ja? Viel Kraftausdrücke. Jetzt fragt ihr euch natürlich, warum empfehle ich diesen Channel? Und zwar deswegen, weil der Typ hat halt ein bisschen Ahnung, ja? Und es ist 1000-mal besser als 95% der ganzen anderen Scheiße, die ihr hier auf YouTube seht. Deswegen zieht euch den Gore-Minister rein. Da geht es auch größtenteils um Heavy Metal in all seinen Abarten. Und ja, er hat auch immer einen Bier-Counter, wenn er irgendwie nachts unterwegs ist. Ist immer ordentlich am Löten. Ja, ich glaube, den sollten wir auch mal nach Berlin einladen. Zusammen mit dem Krachmucker. Ach genau, Krachmucker. Der Krachmucker übrigens, den wir letztens auch schon erwähnt haben, der hat jetzt sein erstes echtes Video veröffentlicht. Ja? Könnt ihr euch nochmal reinziehen.
Da passiert was auf YouTube. Ja? Abseits der und und dem ganzen Dreck. Alright, everyone! Chill! Das Album der Woche kommt von Valenfire und heißt Fear Those Who Fear Him. Valenfire. Kollege Klein schrob in der aktuellen Ausgabe über dieses Album unter anderem Folgendes. Fear Those Who Fear Him klingt wie eine Hommage an Autopsy, Nihilist, Entombed, Discharge und Hellhammer, ohne dabei in träge Nostalgie zu verfallen. Trotz traditionellem Fundament, ein Oldschool-Death-Doom-Gelöt, wie es grobkörniger kaum sein könnte, gelingt es Macintosh erneut, seine Songs gänzlich staubfrei auf die Welt loszulassen. Also, Valenfire, Fear Those Who Fear Him, reinziehen! Geile Scheibe, die davor auch schon geil. Stark. Weiter? Vor den Kommentaren muss ich immer noch mal was saufen. Kommentare unter der letzten Folge. Hellraiser schrubbt, wirkt etwas lockerer ohne die Lederjacke. Ja, kann man so stehen lassen, oder? Wenn ihr wüsstet, was Ole für Lederjacken am Anhat. Ist nichts mit locker, Alter, knalleng. Von seinen Unterhosen ganz zu schweigen. Stefan Schedix, deine Meinung zum Papa Roach Crooked Teeth Album? Lieber Stefan, sind wir mal ganz ehrlich, dieses Album werde ich mir niemals in meinem Leben anhören. Deswegen habe ich dazu auch keine Meinung. Muss ich dich leider enttäuschen. Rolling Rock Schrob, ich liebe diese Schwarzenegger-Clips immer. Ja, die lieben wir auch. Cool. Chris Feenschrob, was hast du mit deinen Haaren gemacht, Kalle? Nix. Nix, gar nichts. Ab und an mal rasieren, fertig ist der Lack. Aber Nassrasur. Wenn ihr sonst Fragen zu Haaren habt, kann ich euch ein Video empfehlen von einem guten Freund von mir. Das heißt Haarpflegetipps für echte Männer. Max Powerschrob, Volbeat sind einfach nur noch Plastikmucke. Bis Beyond Hell Above Heaven war die Musik zumindest noch an einigen Stellen innovativ, aber spätestens seit Outlaw Gentleman ist das weder Rock, geschweige denn Metal. Amen. Max Power. Amen. Rose of King Schrob, meine Frage an dieser Stelle. Ole, wer bist du und wenn ja, wie viele? Das ist doch klar, Ole ist 2 und manchmal auch mehr. PS, wo wir gerade bei beste Doom-Band Deutschland sind, Phantom Winter from Würzburg, fucking City. Wenn nicht bekannt, dann auschecken, fielen heute sogar in der Hauptstadt. Heute war natürlich schon, ist natürlich schon eine Weile her, aber Phantom Winter sagt mir sogar was. Werden wir trotzdem auf unsere, was? Wir haben im Tiefgrund gespielt. Ach, war was? War leider auch nicht dort, aber nee. Es ist tatsächlich eine sehr gute Band. Siehste? Ja. Siehste? Ja. Lieber Rose of King, Alter. Bengel Hedgerob, yeah, Night Demon Fans. Und das mit dem Poster wäre so geil. Ich feiere das gerade. Du bist der beste Kalle. Jo. Gut. Das war's mit den Kommentaren. Können wir das irgendwie benutzen? Ich denke schon. Bäh. So. Am Ende kommt wie immer die Kirsche auf der Torte. Wir kommen zum Song der Woche. Und mein Kollege Rolf hat mir da letztens was Wunderbares empfohlen, was ich mir natürlich reingezogen habe. Und zwar gibt es da eine ganz, ganz geile spanische Band namens Barbarian Swords. Die hat letztes Jahr ihr zweites Album rausgebracht. Das heißt Worms. Und diese Scheibe hat es mir echt angetan. Also seit einer Woche höre ich die echt rauf und runter. Das ist ja so angeschwärzter Doom mit Crust und verzerrten Vocals und so weiter und so fort. Ultra aggressiv und bestialisch auch, ja, man kann schon bestialisch zu sagen. Der Song, den ich rausgesucht habe, heißt Christian Worms. Ihr solltet euch aber nicht nur den Song, sondern die ganze Scheibe mal reinziehen, alles bei Bandcamp zu hören. Und ja, auf jeden Fall eine geile Sache, die ich mir wahrscheinlich auch auf Vinyl holen werde, wenn sie noch auf Vinyl da ist. Ja, wie auch immer, geiles Ding und durchziehen. Wir sehen uns nächste Woche. Und nicht vergessen, Heavy Metal obsiegt.